So, hallo, servus und willkommen zurück bei einer weiteren Folge As Dusk Falls. Ja, in der letzten Folge haben wir mal erfahren, dass unsere Frau mit einem gewissen Bruce kommuniziert und er wohl ihre Cupcakes mag. Wir mögen aber auch die Cupcakes unserer Frau. Es sind doch eigentlich unsere Cupcakes. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da noch dahinter steckt. Michelle, alles in meinem Körper sagt mir, dass du mit diesem Kerl schläfst. Das ist doch lächerlich. Na gut, dann gib mir dein Handy. Was? Ja. Ich will deine Nachrichten sehen. Hast du etwas zu verbergen? Nein, natürlich nicht. Wo liegt das Problem? Was ist denn los? Es war ein Fehler. Tut mir leid. Tut mir leid. Du bist der Hausfreund, ja? Super. Ganz toll. Ach, wie herrlich. Aber anscheinend haben wir verziehen. Oh Gott, ich hatte recht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach passiert. So. Nichts passiert einfach so, mein Schatz. Du hattest die Wahl, Michelle. Du hast dich dafür entschieden. Du musst mich deswegen nicht gleich anschreien. Ich schreie nicht. Nach dem Unfall warst du so... Wir waren beide nicht im besten Natürlich, Verfassung. Ja. In unserem Bett? War er mit dir hier? In unserer Wohnung? Habt ihr beide... Nein. Nein, natürlich nicht. Also wo dann? Ist das so wichtig? Ja. Ich will's nur wissen. Es war bei ihm. Es war immer nur bei ihm. Hör zu. Es war nur Sex. Mehr war es wirklich nicht. Du hast mich betrogen, Michelle. Da kannst du dich rechtfertigen, so viel du willst. Nein, sag das nicht. Bitte. Ich fühlte mich nicht geliebt. Du hast mich seit Monaten nicht berührt. Nicht mal angesehen. Wann haben wir zuletzt einen Film zusammen gesehen? Unsere Schuld jetzt? Was? Nach dem Unfall. Mhm. War da diese Mauer? Du hast gesagt, es sei alles okay. Du müsstest nicht darüber reden. Aber die Mauer wird höher und höher. Stein für Stein. Ich hab dich vermisst, okay? Das willst du uns die Schuld geben. Sie gibt uns die Schuld, weil sie fremdgegangen ist. Irgendwie ist das so typisch, oder? Ist mal ganz ehrlich. Das sagt doch jeder. Nein, wir werden uns nicht entschuldigen dafür. Du willst mir die Schuld zuschieben? Ich will doch nur, dass du es verstehst. Ja. Du bist verletzt und sauer. Aber ich kann nichts rückgängig machen. Du willst Rache? Hab einen One-Night-Stand. Das will ich aber nicht. Das ist nicht der Punkt. Ich will mit keiner anderen schlafen. Ich will dich. Vince, ich habe was Dummes getan. Es bedeutet nichts. Aber es ist passiert. Wenn ich es könnte, würde ich es rückgängig machen. Setz du dich bitte hin, damit wir reden können. Glas zerbrechen. Das müssen wir voll deeskalieren eigentlich. Aber wir setzen hin und reden. Oh Gott, Micha. Was für eine Scheiße. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Kannst du mir je verzeihen? Nein, wird lang dauern. Ich kann ihr nicht vergeben.
Also wir können ihr nicht vergeben, tut mir leid. Ich kann nicht so tun, als wäre nichts passiert. Bruce vielleicht schon, ich nicht. Vince, denk nochmal darüber nach. Denk an Zoe. Mhm. Es muss einen Weg geben. Den gibt es nicht. Und Missouri? Ich weiß nicht. Uns fällt schon was ein, wenn wir dort sind. Genau. Ich muss mich hinlegen. Mach das. Ey, was hat sie erwartet, Leute? Freunde, was hat sie erwartet? Dass wir sagen, ach ja, natürlich, mein Schatz. Oh, es tut mir so leid. Und oh. Vince, ich mach mir Sorgen um deinen Dad. Kopfverletzungen allein sind schon schlimm genug. Aber wenn da noch irgendwas anderes gegen sein Gehirn drückt... Wie geht's ihm? Er hat Schmerzen. Aber er sagt, Zoe soll rausgehen. Und Vince, er hat recht. Wir haben gesehen, wozu diese Leute fähig sind. Bitte, bring sie einfach in Sicherheit. Okay, ich hab die Wäschepitzen. Ihr wollt sie sicher heiß. Also, schick deine Geisel raus. Komm, alter Mann. Du gehst spazieren. Ich nicht. Bitte, nimm Zoe. Ich bin... Mit mir ist alles in Ordnung. Mir egal, wer geht. Aber nur eine. Nee, also ich denke, dass... Ich bin klar, unser alter Herr, Hirntumor und hat einen Schädel bekommen, aber ich finde nicht, dass unsere Tochter noch weiterhin das durchmachen soll und dann noch sehen soll, wie vielleicht ihr Großvater dahin sieht, gerade in dieser Situation vielleicht. Oder vielleicht noch mehr Tote gibt vielleicht sogar. Deshalb schicken wir es lieber raus. Zoe soll gehen. Sie hat genug gesehen für eine Nacht. Ja, glaube ich auch. Gut. Ja. Bring sie raus, hol das Essen, komm wieder. Ich hab dich im Blick, Vince. Ich weiß, du hast Angst. Aber du musst jetzt da draußen tapfer sein, okay? Werde ich. Komm, Kleine. Hey, du hast das verloren. Das ist Eule. Eule, hm? Die kann im Dunkeln sehen. Danke. Der Chase, kein schlechter Kerl. Okay, sie kommen raus. Bleibt, wo ihr seid. Sehe zwei Geiseln. Ein Mann, ein Mädchen. Nähern sich von der Vorderseite des Gebäudes. Over. Daddy, wird Opa sterben? Boah, nee, die hat wirklich gerade sehr viel heute durchgemacht. Ich würde sagen, wir sagen ihr erstmal nichts. Ganz sicher nicht, weil ich da bin. Und weißt du, was ich bin? Ein Flugzeugmechaniker? Eigentlich solltest du Superheld sagen. Ich verspreche dir, keiner aus unserer Familie wird sterben. Wir lügen sie jetzt zwar an, aber ich glaube, das ist eine Lüge, die man Das ist weit genug. Und auch nachvollziehen kann. Ich bin Sheriff Romero und Sie sind wohl Vince. Wir sollten uns beeilen. Daddy liebt dich. Du weißt, wie lieb ich dich hab. Bis hinauf zum Mond. Genau. Wenn du Angst hast, schaust du einfach zum Himmel und denkst daran, ja? Okay. Bring das Kind ins Auto. Bleib bei ihr. Daddy, bitte! Geh nicht! Aber ich muss, Spatz. Und wenn du nicht zurückkommst? Oh, Gott. Ich hab das Pipi in die Augen. Entschuldigung. Ach, furchtbar. Natürlich würde ich immer bei dir sein. Weißt du, alles Gute von mir ist bereits ein Teil von dir. Egal, wohin du gehst,
Ich werde immer bei dir sein. Wirklich? Immer. Hey, Beeilung! Komm, Kleine. Gebt ihm das Essen und schickt ihn zurück. Ich weiß, wie schwer das für Sie sein muss, Vince. Aber gute Nachrichten. Ja? Wir werden einen Mann drin haben. Jetzt nimm sie und keine krummen Dinger. Hey, vergiss nicht die Servietten. Zwei Wege, Pager. Ich melde mich bald. Genieß die Pizza. Sorry, Freunde. Mein Sohn ist gerade wach geworden. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und willkommen zurück bei As Dusk Falls. Entschuldigt, Freunde. Aber meine Kids wurden wach, oder mein Sohn wurde wach, hat seinen Schnuller verloren im Bett. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Wir fahren fort. Ja. Hey, der Pizzabote. Spät dran, kein Trinkgeld. Penner. Entschuldigung. Ja, wer hätte gedacht? Ein Bulle hält Wort. Pizza ist kein Problem. Ein Heli hingegen... Ich weiß, du wolltest das nicht. Aber du hast Romero an der kurzen Leine. Ist so. Ich hoffe, du hast recht. Ich habe 10 Jahre für diesen Laden gespart. Oh Gott. Ash hat sich gerade eingewöhnt. Wie sollen wir jetzt hierbleiben? Wir werden die Wände neu streichen. Ersetzen die Scheiben. Du wirst sehen, das wird so gut wie neu. Es sind nicht die Wände, sondern was in ihnen passiert ist. Sind die ein Paar? Ein Pärchen? Oh je. Geht Zoe gut? Ja. Dein Kopf? Brummt. Aber ich werd's überleben. Also, hast du mit dem Sheriff gesprochen? Ja, könnte man so sagen. Wie ist er so? Ich glaube, er führt über so ein Schilde. Ja, der ist ein ganz koscher. Kluger Kerl. Hat immer ein Ass im Ärmel, wenn du verstehst, was ich meine. Ich sag dir was, das ich schon früh lernen musste. Vertrau nie einem Bullen. Meine Meinung? Halt dich fern. Erzähl es nicht weiter. Aber Dante ist mein Cousin. Und niemand in der Familie dachte, er würde einen guten Sheriff abgeben. Was tust du? Ich zähle das Geld. Jay, isst du was? Kein Hunger. Ich will, dass das vorbei ist, Tyler. Alles. Es ist vorbei, wenn wir gewinnen. Vergiss das nicht und hilf uns. Und iss verdammt nochmal was. Oh weh. Ja. Hey, willst du die vielleicht mit uns teilen? Nein. Ich denke nicht. Aha. Ein schwarzes Buch soll man finden. Ist das dein Ernst? Bist du taub? Nein, du kannst nichts haben. Oh oh, ich glaube, der Cop ist korrupt ohne Ende. Pech. Was soll das heißen, wir kriegen keine? Da sind 6 Pizzen. Für uns. Also halt dein Maul. Du Arschloch. Paul hat niedrigen Blutzucker. Schon gut. Ich hol mir was aus dem Automaten. Nein. Ich sagte nein, also nein.
Komm schon, Mann, gib uns was ab. Da haben wir es. Wieder gehst du mir auf den Sack. Warum sollte ich? Wir scherzen mal. Weil er mag unsere Witze. Kalte Pizza schmeckt wie verschwitzte Eier. Ach, das ist witzig. So bin ich. Ein echter Spaßvogel. Machen die dir Ärger? Nee, alles bestens. Mist, sorry. Idiot. Wisch's auf. Weißt du, was dein Problem ist? Du mischst dich zu viel ein. Wenn du einfach dein Maul gehalten hättest, wären wir schon wieder weg. So habe ich's noch nicht gesehen. Was du nicht verstehst, wir sind nicht so. Wir brauchten Kohle, aber wir sind nicht. Tyler, er baut Zeug. Jay steht auf Natur. Ich, ja, die Sache mit dem Schnapsladen. Aber ich krieg bald einen Job und hab da dieses weg. Aber keine Ahnung, ob Jessica mich nach der Scheiße noch nehmen würde. Hier heuch mal Interesse, komm. Diese Jessica, willst du von ihr erzählen? Nein, das kannst du voll vergessen, Mann. Sie geht dich und auch niemanden sonst was an. Wenn du noch einmal ihren Namen sagst. Hey, ich wollte doch einfach nur... Was dann, ja, Junge, was dann? Willst wohl mein Freund sein? Ja. Fick dich, Arschloch. So nicht also, nett. Also, keine Pizza für uns? Mit Pizza sieht's schlecht aus, Leute. Ach, ich hab eh keinen Hunger. Bin ich mal gespannt. Habt ihr meinen Heli? Yep, hab ihn. Die Flugaufsicht lässt euch von Mexicali bis El Paso fliegen. Aber bevor ich die Landung autorisiere, will ich was wissen. Warum habt ihr mein Haus ausgesucht? Sag's mir ins Gesicht, draußen. Sonst kein Deal. Was will der? Ist das eine Falle? Wahrscheinlich, oh, sorry. Vielleicht. Aber jetzt müssen wir sein Spiel spielen. Ich könnte ja gehen. Ich habe ihm einiges zu sagen. Nein, ich habe Ma gesagt, ich pass auf dich auf. Schon gut. Ich bin heute ein großer Junge. Ein krummes Ding. Und die Geiseln sind dran. Alles gut. Ihr habt mein Wort. Pizzabote. Wir machen einen Spaziergang. Hey. Sag Dante, er soll uns endlich hier rausholen. Als ob das Wort von dem Sophie ausreicht. Von Dante oder Tante, Dante. Ach, musst du so fest zupacken. Nicht meine Schuld, dass du so fett bist. Ich komme raus! Verdammt. Ich will endlich an einem Strand liegen. Ich auch. Normales Essen, Tequila schlürfen. Ah, komm, er spinnt. Ach, die lassen euch nie aus dem Land. Ja. Das weißt du, oder? Hey, fick dich und halt dein Maul. Das ist so vulgär. Bitte komm zurück. Ich bin's. Dale Holt. Ich hatte deinen Bruder erwartet. Fröhliche Scheiß Weihnachten. Vince. Dachte nicht, dass ich sie so schnell wiedersehe. Tja. Beruhigend. Weißt du, bis heute warst du ein kleiner Wicht. Dieser blöde Überfall vor ein paar Sommern, ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt sieh dich an. Ihr Jungs habt euch echt einen Namen gemacht. Ich setz noch einen drauf, Arschloch. Hab in deine Limo gepisst. Ja, hat davon gesoffen, okay. Ach, egal. Ich glaube, du hast da was, das mir gehört. Ja, die Kohle. Nicht die Kohle. Mein schwarzes Buch. Wo ist es? Wovon redest du da? Spiel keine Spielchen. Ein Schritt näher und ich puste ihm die scheiß Birne weg. Sag mir, wo es ist. Ich sagte doch, ich habe keine Ahnung, was du da laberst.
ganz, wie du willst. Oh je. Das wird blutig. Ich warne ihn. Schütze! Verdammt, mach den Gold! Scharfschütze auf dem Wasserturm. Wir kriegen kein Heli, oder? War doch klar. Schon okay. Mir geht's gut. Oh oh. Du hast 30. Was? Wir haben 30 Minuten? Sonst sind wir tot? Das Buch ist ganz, ganz wichtig für ihn. Das bestimmt, da steht bestimmt irgendwie so irgendwas mit Drogendinger, irgendwas drin, hundertprozentig. Das Ganze irgendwas mit Drogenkartell. 100 pro. Leute, ich schwör's. Ein Ehrenmann ist das nicht. Vince, das ist ein Ehrenmann. Alle sind so ziemlich verzweifelt. Die Frage ist, was... Ja. Ja. So, gut. Haben wir dieses Kapitel, glaube ich, auch fertig. Ja, wir haben der Familie beigestanden um jeden Preis. Wir haben keine Scheu vor Konfrontationen gehabt zwischen physischen Gefahren. Und haben die wieder... Die... Quicktime-Events, schnell, präzise, abgeschlossen. Die sind auch wirklich relativ einfach. Im Vergleich, wenn man The Quarry gespielt hat, wenn man Devil in Me gespielt hat, wenn man Until Dawn gespielt hat, dann sind die hier wirklich einfach. So, ich würde mal sagen, war's das mal mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, ob wir heil aus dieser Situation rauskommen. Und ich bin immer noch der feste Überzeugung, dass dieser Sheriff absolut korrupt ist und er hat irgendwas und garantiert irgendwas mit Drogenkartell oder irgendwas, weil ein schwarzes Buch. Warum? Oder irgendwas mit der Mafia wahrscheinlich, hundertprozentig. Sehr korrupt das Ganze, sehr mysteriös, sehr suspekt. Aber wir haben erstmal unsere Tochter in Sicherheit gebracht, was schon mal saugut ist. Ich hoffe, unser Papi Jim überlebt das noch weiterhin. Und ja, genug gebabbelt. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.